Hallihallo liebe Leute, und es geht wieder weiter bei Breath of Fire 2. Und wir befinden uns ja noch im Inneren des Baumes. Und ich weiß jetzt Gott sei Dank, wie es rausgeht. Dank einem nützlichen Hinweis von Rave Knight. Also Teleport würde hier in diesem Baum nichts bringen. Wer kann Teleport? Ich glaube, Tapeta war das hier. Also raus teleportieren kann ich mich hier nicht. Das habe ich mir auch schon so ziemlich gedacht. Und ich muss, also um hier rauszukommen, muss ich in die Stadt der jüngeren Leute gehen, also der Kinder sozusagen. Meine ich doch, dass das so war. Und dort muss ich dann in die Bank gehen. Und dann soll ich irgendwie rauskommen. Mal schauen, wie das dann aussieht. Ich bin ja echt gespannt. Aber so hat Rave Knight mir das auf jeden Fall in APN geschrieben. Und DJK erreicht schon Level 36, juhu! Okay, und ab in diese Stadt hier. So, die Bank, wo war die Bank? Da links war sie, glaube ich. Oder was ist das hier? Ja, hier rechts. Wollt ihr mein Gedächtnis wieder verlassen? Ja, wollen wir. Wunderbar, danke, Rave Knight. So. Na, Gandalf, wie geht's dir? Danke, dass ihr den Dämon vernichtet habt, Kinder. Dank euch kann ich mich wieder an ein paar Dinge erinnern. Glaube ich zumindest. Ach, glaubst du nur. Okay, schieß los. Ha? Okay. Und jetzt? Okay. Hast du nichts mehr zu sagen oder so? Gandalf? Ah. Wollt ihr mich noch etwas fragen? Oh ja. Gehen wir mal alles durch hier. Bäume. Die Kraft des Bösen kommt immer näher. Das Böse saugt den Bäumen die gesamte Lebenskraft aus. Solange das Böse nicht besiegt wird, geht der Welt immer mehr Lebenskraft verloren. Es gibt Leute im Süden von hier, die gegen das Böse kämpfen wollen. Geht nach Süden und fragt sie mal. Gut, Süden, merke ich mir schon mal. Hast du noch was? Wollt ihr mich noch etwas fragen? Also Süden müsste ich mir schon mal merken. Da muss ich also als nächstes wahrscheinlich hin. Höllenfürst. Unser Gott, das hatte der Dämon erwähnt. Ein Höllenfürst. Das klingt böse. Das klingt wirklich böse. Stimme ich dir zu? Ein Höllenfürst, der die Dämonen so benutzt, das könnte doch... Ich weiß es nicht mehr. Oh, schade. Daran kann er sich wohl nicht mehr erinnern. Mist. Ja, wir wollen noch was fragen. Und zwar Dämon. Ich erinnere mich nur dunkel. Aber es gab einen Mann, der die Dämonenkräfte benutzte, um Menschen zu versklaven. Oh oh. Um sie schreckliche Dinge tun zu lassen. Der Name dieses Mannes war... Sein Name... Ich kann mich nicht mehr erinnern. Schade. Na, vielleicht kommt die Erinnerung noch zurück, hoffentlich. Ja, wir wollen eine letzte Frage noch. Und zwar den Drachen. Der Dämon hatte mich befallen, daher erinnere ich mich leider nicht mehr so gut. Vor langer Zeit führte ein Drachenkrieger 7 tapfere Männer in den Kampf gegen das große Böse. Und... Verdammt. Ich weiß es nicht mehr. Oh Mann. Schade. Na gut, immerhin weiß ich jetzt schon mal, wo ich hin muss. Und zwar nach Süden. Gucken wir mal auf die Karte, wo ich da lande. Süden, das heißt, ich komme da an eine... Okay, gehen wir nach Süden einfach. Schief gehen kann da wohl nichts. Das Dumme ist nur, ich muss Aspara in meiner Party beiden wollen. Was ist das hier? Wow, alles neblig. Wie ihr sehen könnt, ist der Nebel sehr dicht. Es ist inzwischen unmöglich, ihn zu durchdringen. Ich frage mich, ob im Himmelsturm etwas Schlimmes geschehen ist. Was? Wo ihr den Himmelsturm findet, fragt ihr? Er liegt südlich vom Kapitan, mitten im Ozean. Was? Okay, warte mal. Kann ich hier... Nee, ich komme nicht durch. Nee, ich komme tatsächlich nicht durch. Wenn ich weitergehen will, werde ich davon abgehalten. Okay. Ja, geil. Und ich werde abgehalten von 3 Truhen. Terror-Truhe und Herzensfresser. Sind Gott sei Dank sehr schwache Gegner, wobei der Herzensfresser ja dazu neigt abzuhauen. Wie ihr ja schon gesehen habt. Ich sag's ja. Gut. Dann raus hier. Oder nach oben. Gut, ich soll jetzt also nach Kapitan. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Kapitan war da südlich. Da ist ein Punkt, aber hä?
Auf, Moment. Ich spreche nochmal mit den Typen kurz. Ich will nochmal genau wissen, was er sagt. Wie ihr sehen könnt, ist der Nebel sehr dicht. Es ist inzwischen unmöglich, ihn zu durchdringen. Ich frage mich, ob der Himmelsturm bla bla bla. Wo ihr den Himmelsturm findet, fragt ihr. Er liegt südlich vom Kapitän, mitten im Ozean. Ich glaube, ich weiß, was das für ein Ding ist. Ich meine, ich habe den schon mal gesehen, während ich auf See war. Moment, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte ins Menü. Und zwar, Tapeta, du musst mal teleportieren. Nach Kapitän. Haben wir wenigstens Weg gespart. So. Dann war wenigstens endlich in den Kapitän. Ach, hier ist Kapitän. Ja, dann weiß ich, was es ist. Moment. Gibt's hier eine Anlegestelle? Ja, da ganz unten. Okay. Ich würde sagen, ich wechsle erstmal die Party. Weil Aspara brauche ich jetzt nicht mehr. Gibt's hier irgendwo einen Drachen? Ah, da ist er doch, genau. Ich wechsle erstmal so. Ja, du kannst gruppieren. Gut, also vorne. Moment, erstmal gucken. Ja, Boch kann vorne bleiben. Wen will ich denn noch in meiner Party behalten? Also Tapeta auf jeden Fall. Und Dice. Genau. Wobei, Moment. Ja doch, lasse ich erstmal so. Okay. Ich würde sagen, so bin ich erstmal gut ausgestattet mit meiner Party. Man müsste erstmal gut über die Runden kommen, wobei, wie viel Geld habe ich überhaupt? 14.116, okay. Das heißt, ich muss jetzt auf der Bank, locker 100.000 haben. Oder? Lagern? Ja. Machen wir mal so, das war exakt, Moment, 8, 5, 2 und 7. Ist das so richtig? Aha. Aha. Verdammt. Kann ich jetzt nicht mehr rechnen? Moment. Ich probier's mal. Na, 3. Okay, habe ich um 3 verzählt. Passiert. So. Und dann zahlen wir noch 3 ein. So, haben wir wenigstens eine runde Summe drauf. 100.000, seh die. Yay. Ich bin reich. Gut, das Geld lasse ich erstmal drauf. Die 500 behalte ich erstmal. 5.000, nicht 500. Und kaufe mal kurz ein bisschen was ein, sofern ich Platz habe. Weil ich könnte mal wieder was gebrauchen. Weißenfrucht vor allen Dingen. Moment. Hiervon habe ich ja noch eins. Davon viel zu viel. Bemus-Träne. Mittel gegen Zombie-Status brauche ich nicht unbedingt. Lebenskelch habe ich auch erstmal noch genug. Ja, wie gesagt, dann... Okay. Eins konnte ich mir nur kaufen. Moment, ich habe eine Idee. Ich kann noch verkaufen. Warum mache ich das nicht einfach? Mal gucken. Ja, komm. Ich will verkaufen. Bevor ich hier weitergehe. Verkaufen. Mal gucken, was können wir loswerden? Was brauchen wir nicht mehr? Die behalte ich noch. Weißen Ring behalte ich auch noch. Mutgürtel, Talisman, davon habe ich zu viele. Mal 1. Was bringt denn der überhaupt, der Talisman? Einen behalte ich auf jeden Fall. Falls der irgendwie nützlich sein sollte. Hier sind noch alte Rüstungen. Die Luxusangel komme ich nicht mehr dran. Okay. Wow, Marmorpanzer mal 1 ist null wert. Hui, doch so viel. Erdrüstung. Braucht die jemand? Magma-Rüstung, das ist elementare Rüstung. Eilgewand kann weg. Gut, Mondmaske ist nix wert, auch nicht schlecht. Schutzschild kann, glaube ich, auch weg. Webschild, falls ich es nochmal kaufen muss. Moment, verdammt. Ich habe es vergessen, egal. Dann, ja, falls ich Aspara wieder in mein... Moment, Dornpeitsche, war es nicht die erste? Ach, weg damit. So. Falkenfaust, Flammenschwert, Butterfly, kann weg. Walkuchen behalte ich mal noch. Höllenreif, Talisman. Aber ich habe echt eindeutig zu viele Items hier. Ich würde gerne mal dieses Gold hier loswerden, aber... Naja. Das kann ich nur beim Angeln loswerden, leider. Okay.
Erstmal müsste es reichen. Ja, jetzt muss er wieder rechnen, ganz toll. Na komm. Jetzt will ich... Kaufen wir mal 3 Stück. So. Frei, 4 Freislots habe ich noch. Gut. Das heißt, 4 Items kann ich noch kaufen. Aber das müsste erstmal reichen, so. Für die AP. Hoffe ich mal. Das heißt, ich werde erstmal wieder sortieren. So in etwa. Und raus hier. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zum... Ja, zum... Himmelsturm, genau, Himmelsturm war das. Und ich weiß auch schon, wo der ist. Ich habe ihn nämlich schon gesehen beim Vorbeischwimmen. Der war hier irgendwo in der Nähe. Na, aber doch weiter unten. Okay. Auf jeden Fall ist er hier. Da ist er, genau. Hier, das Ding muss er wohl sein. Oder?